So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Dreamers Channel. Gestern war Pause, hab mal einen Tag Pause gemacht. Und heute geht's weiter eigentlich mit Witcher 3. Wieder bestes Intro. Ich muss doch schnell die Kategorie ändern, dann bin ich gleich eigentlich ready. Ich hoffe, es hat's eigentlich schon angepasst. Ich habe, glaube, so wie einen Trick herausgefunden. Ich habe es immer vorher eingestellt und bevor ich eigentlich reloade, dann aktualisiere ich's. Ah, ist okay. Ich vergesse diesen Trick. Der war nicht so gut. Ich hoffe. Ist das Mikro? Ja, okay, ist gut. Hab mich nur gewundert. So. Gut. Sehr gut. So. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag gehabt bis jetzt. Also, wir sollten sprich mit dem rendanischen Kontaktmann. Ah, stimmt. Wir machen ja jetzt diese Mission. Das ist eigentlich die letzte Nebenquest, bevor wir alle Hexer-Missionen machen müssen. Als ob haben wir keinen Wegweiser dort. Stimmt gar nicht. Hier ist noch eine. Sonst haben wir alles nur Gewindzeug. Und sonst ja etwas höhere Level. Ah, das ist die Mission von dem Typ. Von dem Schwertmeister. Okay. Dann ist eigentlich gut. Jetzt die hier. Und dann können wir die noch machen gehen. Wir haben ja auch noch eine oder ein Anschlagebrett haben wir komplett vergessen. Also die sind jetzt natürlich wieder gelb geworden wegen dem DLC. Aber eigentlich hier, ich glaube, es war, ja, es war dieses Anschlagebrett. Hier ist ja fast gar kein Fragezeichen. Das hier müssen wir eigentlich noch suchen gehen. Und dann können wir eigentlich mal anfangen, alle Hexer-Missionen zu machen. Gut, jetzt haben wir uns genug orientiert. Scheiße, jetzt. Ich hätte lieber noch das hier markieren sollen. So. Gut. Dann wäre ich eigentlich. Ah. So dumm. Ich hätte es sogar auf der Minimap sehen können. Okay. Wir haben nicht mal bei dieser Ortschaft einen Wegweiser. Wir haben hier haben wir einen Wegweiser, aber dort bei der Ortschaft nicht. Okay. Warum nicht? Kann man machen. Gehen wir halt hier hin, halt. Na, komm. Jetzt machen wir einfach noch diese Mission schnell. Ich hoffe, es geht schnell. Es könnte ja auch sein, dass die wieder höllisch lange dauert, so wie das bei Rittersporn. Okay, jetzt irgendwelche Gegner. I don't know. Ah, okay. Hier oben hängt noch jemand. Ah, der Moment. Runterhüpfen? Geht das? So ist gut. Yo! Ah, der Komm schon. Moment, wenn. Ah! Wenn die Nase juckt. Ah! Ich hasse den Moment. Ah! Pain! Das ist Tortur! Ich
kann nicht umgehen mit diesen. Ah. Gut, jetzt kann ich schnell. Ah. Sorry, Leute. Das sah jetzt auch komisch aus. Ah, Mann. Ich hasse das. Vor allem, wenn man. Wollen wir denen helfen? Komm, helfen wir denen. Fight! Ding, ding, ding! Oh, wir machen 700 Schaden. Holy shit! Du verletzt uns! So. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Really? Oh, das gibt sogar eine Mission. Steck die Waffe weg. Steck die Waffe weg. Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus, hab ich recht. Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. Okay. Ausgeschlossen. Abgemacht. Niemals. Okay. Mein Rückgrat bricht. Ich nehme jetzt mal sehr schwer. Ah, es sind einfach. Okay. Gut. Es ist kein Leichenfresser. Ein Goldzahn. Ah nein, das sind die Hunde. Scheiße. Ah, es kommt wieder von dort. Gut, einer. Dort ist noch einer. Komm her. Nein, er hat einer gekillt. Really? Komm hier. Komm her. Wer lebt hier noch? Okay, die zwei. Also dann beschütze ich jetzt einfach die zwei. Ja, die kommen wieder von dort. Es war so obvious. Okay, ich bleib bei ihnen. Monsterhaut? Ah, Moderhaut. Oh, oh. Einer ist gleich. Ah, ist ein Gut. Nein! Oh, yo, 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 das war Glück. Okay. Ein Bandit? Hä? Jetzt kommen noch Banditen? Au. Gut, der ist down. Hä, warum kommen Banditen? Really? Okay. Ey, das Pferd ist voll im Weg gewesen. Voll gekonnt ausgewichen. Burn, Mother. Ey, warum hält der so viel aus? Ich sollte mal Brot essen. Es leben noch zwei. Oh, endlich, wir haben es geschafft. Es ist kein Leichenfresser. Okay, nochmal Brot essen. Nochmal Brot. Brot halt nicht so viel, wie es aussieht. Und sehr wenig. Gute Arbeit, Hexer. Hier ist der Lohn für deine Mühen. Okay, was bekommen wir? Zwei Erfahrungspunkte, geil. Geil! Genau das wollen wir! Alter, welche Stufe war das? Sicher Level 6 oder so. Ah, das war hier. Okay. Dann wieder zurückwechseln. Wir sollten langsam eigentlich nach Skellige gehen. Ein tödlicher Plan. Ah, genau, das ist hier. Lol. Ich spreche den Namen aus, aber wähle es gar nicht an. Dumm. Einfach nur dumm.
Okay, nochmal Brot essen. Beweg dich. Die ganze Zeit. Und was willst du? Geralt der Brotnascher. Das ist ein neuer Name. Ja, müssen wir hier rüber gehen? So ist gut. Dass hier kein Wegweiser vorhanden ist. Das kann doch nicht sein. Ist hier nirgends ein Wegweiser? Ah doch, eigentlich hier? Oder? Ist das, ah nein, das ist nur ein Baum. Waren wir eigentlich nicht hier? Doch, wir waren hier mal. Ach so. Vielleicht hat es ja bei dieser Festung inmitten vom Wasser dort einen Wegweiser. Wir sind ja dort nie durchgelaufen. Eigentlich immer nur bei den anderen Wegen durch. Schreib lustig, wie? Nö. Okay, Grenzposten heißt das. Ah, jetzt ja, okay. Ich renne mal hier durch. Okay, also viel zu sehen gibt es hier anscheinend nicht. Scheiße. Du kannst passieren. Ah, ist ja gleich hier. Perfekt. Gut, ich speichere mal. So. Wir haben ja auch gewisse Sachen erlebt. Ich suche Gregor. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Den kennen wir doch. Von Riva. Dijkstra schickt mich. Kann es sein, oder kommen manchmal die genau gleichen Personen für andere Charakter vor? Das klingt jetzt auch komisch. Oder einfach Personenmodell. Du hast deinen Wachposten aber hübsch dekoriert. Ah, wir gehen jetzt hier hin. Auf Befehl unseres barmherzigen und gnädigen Herrschers, des guten Königs. Was haben Sie verbrochen? Der Rechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemanden den falschen Rat gegeben. Die Freunde des Mannes haben ihn verraten. Und der Links wurde von seinem Nachbarn in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radovids Fehler. Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Verachtest du etwa den König, den du dienst? Das ist nicht akzeptabel. Warum dienst du ihm denn? Was soll ich denn machen? Ich bin ein Redania. Ich desertiere doch nicht. Ja. Außerdem bin ich schon seit Visimir in der Armee. Er war ein guter König, weise und gerecht. Radovid ist anders. Ich weiß nicht, wie er war. Und ich will nicht, dass Redanien auch so aussieht. Okay, kommen wir zum Geschäft. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin. Es geht wohl um unseren Freund, den Schuster. Er ist auf dem Weg nach draußen hier durchgekommen, ist noch nicht wieder zurück. Gestern hat eine Patrouille einen verlassenen Karren abseits der Straße gesehen. Ich wollte nachsehen, ob es sicher ist, aber ich konnte hier nicht weg. Danke. Hä? Darauf lässt sich aufbauen. Leb wohl. Warte. Hast du einen Passierschein? Ohne kommst du nicht wieder zurück. Ja, ich habe einen. Ja. Gut. Viel Glück. Danke. Bis dann. Findet den Wagen des Schuster. Ah ja, ist ja nicht viel. Oder ist nicht weit entfernt, sagen wir so. So, plötzlich ist ja schon gleich hier. Boy. Komm schon. Ja, komm schon. Let's go. Anderle. Okay, let's go. Wow. Oh. Nicht gut. Plötzlich wollte links durch. Ich habe gegen rechts gesteuert. What? Immer die billigsten Ausreden, oder? Ich nehme jetzt mal sehr schwer an, der ist hier. Oder was war hier? Hier war irgendein Gefängnis. Finde den Wagen der Schuster.
Wagen! Wagen, wo bist du? Wagen, Wagen, Wagen. Ah, ja, okay. Der Karren sieht intakt aus, seltsam. Ich muss mich umsehen, vielleicht finde ich ja was. Okay. Ja. Ich habe definitiv was gefunden. Oh, und sie haben Futter gefunden. Also sie denken es. Oh, come on. Ein Schlag und sie sind down. Okay. Wag? Was ist Wag? Hä? Oh, danke schön. Ja, noch das ein bisschen. Ich wollte gar nicht. Geschlagen und davon geschleift. Okay. Ja, dann gehen wir hinterher. So, hier. Alles Stiefel? Wo sein Träger wohl ist? Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Ja, aber wo ist der nächste? Ah, der ist hier. Okay, dann hier durch. Vielleicht ist eine Art Weg. Oder hier am Weg entlang. Ich glaube, der ist einfach einen Weg entlang gelaufen. Oh nein, Gegner. Nein. Was macht der hier? Ah, das ist der Felstroll. Nice. sammelt der Schuhe? Hallo. Ey, Boy. Weg, Hexer, du. Schuhe sammel nicht. Das sehe ich. Ich frag mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen. Wie Pilze. aber Schuhe sind doch keine Pilze, die Wahrheit, bitte. Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden. Sonst Ärger mit Ock und Pock. Ock und Pock. Sind das deine Freunde? Findergroße, Ock und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ock, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein. Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Ock sagen Mann, Schuhe machen. Menschen sind zu nichts Ock, zu gebrauchen. Ock und Ock, Schuhe machen. Ja, okay, das stimmt schon nicht. Wofür braucht Troll Schuhe? Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ock, Pock und Rock. Große Trolle sein, wie Menschen. Okay. Leb all. Öster. In der Nähe muss eine Trollhöhle sein. Okay. Bis später. Finde die Trollhöhle. Höhle. Ja, ich glaube, sie ist hier. Geralt, dankeschön. Was? Nein, einfach. Lol. Artillerist habe ich bekommen. Ah, es ist. Ja, war mir eigentlich klar, dass es schlechter ist. Ah, das ist noch das von Level 18. Es wäre eigentlich besser. Das hier unten. Boah, wir haben so viele Stahlwaffen. Ich glaube, wir sollten ein paar verkaufen gehen. Ist nur eine kleine Vermutung. So. Gut. Ich nehme jetzt mal sehr schwer an, die Höhle ist hier. Hä, aber... Also wahrscheinlich weiter unten. Hello? Okay, ich nehme jetzt mal an, weil es zwei sind.
Eine Bärenrüstung? What? Okay, schauen wir uns das mal an. Eine Bärenrüstung? Wo ist die? Die ist ab Stufe 30. Und die braucht verbesserte Bärenrüstung. Also das überlegene Bärenrüstung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da muss man so upgraden. Holy shit. Das sind dann grüne Gegenstände. Die besten tatsächlich. Ja, okay. Und ich dachte, Relikt wäre gut. Ja, voll nice. So. Sammeln wir einfach noch alles Wichtige auf. Okay, bevor wir zu ihm gehen. Ah. Das Spiel lässt uns nicht. Okay. Tala? Ich hätte es wissen müssen. Niemand sonst. What the fuck? Geralt. Mensch, das ist ja eine verdammte Ewigkeit her. Wer ist das? Wir sollen! Ganz ruhig, Ock. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen! Sonst wir werfen in Suppe! Ich wäre wirklich nur ein zäher Biss. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard. Nichts als Haut und Knochen. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreiten. Ihr übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's eine Scheißprüfung. Thaler nicht gehen, Thaler sitzen. Arsch runter, Thaler schwanzen und Schuhe machen. Die Zeit ist knapp, lasst ihn gehen oder ich mache euch ein Ende. Ich brauche diesen Mann, ich er sehe, kommt mit mir. Freunde geworden. Aber Thaler muss mit mir mitkommen. Verdammt! Thaler nicht gehen! Thaler Schuhe machen! Aber ich brauche ihn. Thaler hier bleiben! Du Schuhe haben! Bock Schuhe nicht haben! Bock nicht haben! Bock nicht haben! Thaler Schuhe machen! Thaler los! Ich brauche ihn kurz, nicht lange, dann kommt immer er wieder. Thaler kommt ja wieder zurück. Dass wir sie einfach er nicht killen müssen. Mit mir gehen, um Leder für eure Schuhe zu holen. Hört auf Geralt. Er sagt die verfluchte Wahrheit. Seht euch eure Füße an. Die sind scheiß riesig. Ich brauche ein verdammtes Lederbündel, um eure Schuhe zu machen. Verstanden? Ich und wir holen das verdammte Leder. Dann kommen wir zurück und machen eure vermaledeiten Schuhe. Schuhe Rock 4 und Rock 4? Zwei Paar für jeden von euch Arschgesicht. Thaler gehen, aber zurückkommen muss. Ich wusste, dass ihr Saftsäcke gute Kumpel seid. Bleibt hier, bin bald wieder da. Saftsäcke. Zugeben, du kennst dich nicht. Ich kann ein bisschen verändern. Immer nur weißen wie verfaulter Rabau. Ah, es klingt die ganze Zeit, weil sie so herumlaufen. Hat sie hier nichts mehr? Oh! Pferdehaut noch. Holy shit. Alter, wie viel Zeug das hier drin versteckt ist. Okay. Verbesserte Katze. Ah, das ist Manuskriptseite. Okay. Ist hier hinten wirklich nichts? Es war überall was, außer hier. Okay.
easy. Oder... Ja, okay, hier ist nichts. So, gut, wir haben alles. Die Höhle hat sich jetzt wirklich gelohnt. Hoi. Egal. Lassen wir ihn. Hä, das Fragezeichen ist immer noch. Verstehe ich irgendwie nicht. Holy shit. Wie geht das? Geralt. Geralt. Please. Please. Okay. Ja. Hey, wenn das geht. Nein, wir sterben noch. Wir sterben noch. Okay. Okay. Tala. Ja, Leute, so ist es halt. Dass er nicht rennt? Renn doch! Es kommen dann irgendwelche Gegner noch. Sehr schön morgen. Zwar steht oben, dass noch der Mond irgendwo zu sehen ist, aber... Das vor uns ist doch die Sonne. I don't know. Kann ja sein, dass man ihn irgendwo noch sieht. Ich sehe ihn aber nicht. Alter Tala, please. Ah, er geht einfach zurück. Danke nochmal, Geralt. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und okay. Ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du Ork und seine Freunde erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Wir haben sie gar nicht erledigt. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Fuck. Zurück nach Novigrad gehen. Wo lebt Tala? Das war doch nicht die Realität, die er gerade gesagt hat. What the fuck? Vergib mir, Kumpel, es egal. Geht einfach nicht. Wenn es nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Na gut, verstehe. Okay. Die Schuster-Tour, wie bist du darauf gekommen? Du warst Hehler in Vysimar. Wie bist du zum Schuster geworden? Ich habe mir den unauffälligsten Beruf ausgesucht. Die Hehler-Sache, miese Tarnung. Hab zu viele Leute verärgert. Die Aufmerksamkeit konnte ich nicht brauchen. Dann wollte ich Schankwirt werden. Da trifft man viele Leute, die meisten davon Idioten, aber die reden über alles Mögliche. Aber man hängt an einem Ort fest, wie ein alter Köter an der Kette. Immer im selben Hof. Aber ein Schuster kommt rum, ja? Davon kannst du ausgehen. Hab sogar diesen schicken, rollenden Stand gebaut. Ja, nice. Sehr schick. Ein Volltreffer. Ich habe damit ein kleines Vermögen gemacht, warte, seit der Krieg angefangen hat. Wir haben ihn vorhin ausgeraubt. Diese Arschlöcher in Uniform marschieren ohne Unterlass. Weißt du, was passiert, wenn sich ihre Scheißstiefel auflösen? Wir haben einfach alles mitgenommen ihre vorher. Ihre Füße bluten und werfen Blasen. Kein Soldat, der nicht seine Mutter für ein paar bequeme Kampfstiefel verkaufen würde. So. Bis dann. Bis dann, Thaler. Und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Raduvit ist ein gewiefter Hund. Aber wir finden schon einen Weg. Bald wird ja, das sicher. Irgendwie geht schon immer alles. Irgendwie. Passt auf, dass er nicht auch über drei Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Ja. Leb wohl. Bye. Wir haben vorhin noch Loot gefunden, was ich gar nicht angeschaut habe. Das wäre... Ja. Ich glaube, wir sollten mal unser Zeug loswerden. Können wir noch alles gar nicht gebrauchen.
Egal. So. Wartet. Die Quest ist schon abgeschlossen? Was? Hä, das kann doch nicht sein, oder? Wir gehen jetzt zu einem Wegweiser, gehen hier in die Stadt. Und dann schauen wir, ob Dijkstra eigentlich hier nochmal eine Mission hat für uns. Hä? Ich frage mich vor allem, wo ist nochmal Dijkstra gewesen? Ah, hier war er. Okay, dann reisen wir hier hin, oder? Ja, okay, wir können auch hier. Weiter so, Plätze. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, wir müssen jetzt wieder zurückgehen zu Dijkstra, dann mit ihm reden, weil es war doch von der Rede wegen Radovids König zu stürzen. Oder ein Radovid zu stürzen. Radovid ist ja der Typ. Ich glaube, Redanien war dieses Volk. Ich glaube es jetzt. Okay. Wegweiser. So. Dann schnell nach oben gehen. So. Und Kaboom. Ja, jetzt dauert es wieder 2 Stunden, bis es... Nein, also so lange dauert es ja auch nicht. Ja. Ist halt manchmal so bei Open Worlds Spiel, wenn man schnell Reisen macht. Ich weiß noch, bei Spider-Man war ja so die Schnellreise ja einfach... Ich glaube, mit der U-Bahn in New York ist man einfach ja herumgefahren. Das war auch irgendwie noch lustig. So als Ladebildschirm. Das Geräusch war jetzt nur ganz komisch. Also nur ein bisschen. Wir rennen los und plötzlich... What the fuck? Ja, Meister. Oh, hä? War nicht hier? Die Mission. Tanz. Anscheinend hat es wirklich keine Mission mehr. Oh, sorry. Okay, Dijkstra. Reden wir nochmal mit ihm. Vielleicht triggert's, ja? Hab ich. Was willst du? Es überrascht mich, dass du immer noch in der Politik herumrührst. Ist doch ganz einfach, Geralt. Redaniens Schicksal kann mir nicht gleichgültig sein. Nenn es patriotische Sorge. Ach, aus Sorge willst du Radovid kalt machen? Ich denke oft an das Land und seine Zukunft. Und mir wird immer klarer, dass Redanien keine Zukunft hat, solange Radovid auf dem Thron sitzt. Ich muss aufbrechen. Hab auch noch was zu tun. Bis bald. Okay. Ja, Leute, jetzt müssen wir uns halt hier ein bisschen durchklicken, was es hier zu erledigen gibt. Also nicht mehr bei den Nebenquests. Das haben wir jetzt eigentlich mehr. Ah, doch. Diese Sache machen wir jetzt noch. Dann haben wir alle Nebenquests, die wir machen können, hinter uns. Dann gehen wir zu den Hexeraufträgen. Aber ich glaube, die schaffen wir heute noch nicht alle. Ich glaube, es sind nicht allzu große Missionen, diese Hexeraufträge. Aber es sind wahrscheinlich auch noch recht viele, weil ich noch gar keine gemacht habe. Ja. Dachte schon. Ja, jetzt müssen wir ein großer Teil nach unten gehen. Zum Glück haben wir ja hier einen Wegweiser. Höhle. Ah, hier ist das mit den Ruinen gewesen. Leute, wir können ja eigentlich gleich zu diesem Anschlagebrett gehen. Nice. Zum Glück müssen wir jetzt hier eigentlich nach unten gehen.
Jetzt kommt es darauf an, wie lange das lädt, weil jetzt ist ja viel mehr Strecke als vorher. Vorher ging extrem schnell. Also wenn ich jetzt eben andere Spiele im Vergleich. Was? Holy shit, okay, das war auch schnell. Okay, für diese Leistung muss ich 10 von 10 geben. Bei Horizon Zero Dawn war es. Ja, schon noch an. Also ja, es ging. Manchmal ging es länger, manchmal. Es war immer unterschiedlich. Aber nicht allzu nervig, dass man genervt war oder so. Aber ich kenne auch andere Spiele. Sonic 06. Oh, wie ich das Spiel gehasst habe. Also, ja, es geht. Es ist so geteilt. Es wäre vom Spieldesign und alles wäre es noch nice. Aber die Spielmechanik und auch Controller-Setting ist einfach nicht allzu geil. Oh, hier ist ein Monsternest. Really? Ah! Okay. Hä? Oh! Oh! Ey, die machen voll viel Attacke! Burn! So! Ja, Mann! Voll auf ihn! So, Boys! Alter! Wie das eskaliert ist! Oh, danke für. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt Die zerstören Necker können. tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Du Wer hast sie nicht die enttäuscht. richtige Bombe. Das. Können wir eine Bombe craften? Eine andere Bombe. Sagen wir so. Bomben. Alle Teile vorhanden, aber hier überall fehlen Sachen. Hier eine Blume. Was ist das? Calcium-Equipo. Okay. Vielleicht sollte ich mal. Okay, hier hat's ganz anderes Zeug. Oh. Wir können schon wieder ein großes machen. Sicher kann man irgendwann dann noch viel größer. Ah, hier haben wir nur eins. Okay. Oh, scheiße. Ich wollte gar nicht raus. Wie bekommt man dann diese Sachen? Öle, hier ist Tränke. Handwerkzutat. Das sind alles solche Sachen. Okay, hier ist einfach Oberkörper, Silberschwert, Verbesserung. Hä? Muss man ins Inventar gehen? Kann man dort irgendwas machen? Wir schauen mir das jetzt mal an. Unten steht gar nichts. Ja, okay, es sieht nicht gut aus mit den Bomben. Gar nicht. Auch schade kann man hier nicht das Zeug machen. Ja, hier fehlen uns Blumen. Ich habe einfach nur noch verbesserte Teile. Ich habe, glaube ich, Drachentraum gemacht. Ich glaube es. Machen wir mal. Als Sicherheit. Vielleicht haben wir. Na, immer noch nicht die. Vielleicht haben wir Glück und genau hier ist diese Blume, die wir brauchen. Nö. Es war ja klar. Ja, okay. Lassen wir es in Ruhe. Ich nehme jetzt mal schwer an, dass hier auf der anderen Seite auch so Zeug ist. Also so ein Nest. Ja, genau. Ist auch so.
Komm schon, Plätze. Okay, ich nehme mal an, dort bei der Windmühle ist die Wahrsagerin. Dein Arsch gehört mir. Lol, ein Banditenlager, geil. Ja, man, endlich mal wieder gegen Menschen. Ey, yo, Boys. Jetzt ist Party-Time. Au, au. Wow, der Hund. Oh, yo. Au. Burn. So, Zahnstocher-Attacke. Da. Wow. Boy. Oh. Boy, I have a gift for you. Was? Habt ihr es gesehen? Es kommen drei Schüsse. Holy shit. Ich muss einen Header machen. Nein. Egal. Angriff. Ich muss irgendwie raufkommen. Hier sieht's gut aus. Außer man verkackt, so wie ich gerade. Attacke! You don't have the high ground and... Was, es waren noch zwei? Oh, der andere wäre fast death. Okay. Ich nehme jetzt nicht mehr mit, als wir brauchen. Okay, Oh! Schau mir schnell die Rüstung an. Nope. Ja, eigentlich kann ich jetzt das meiste Zeug... Was ist das denn? Eine Stahlwaffe? Was? Ja, die meisten Stahlwaffen wären besser. Aber haben halt dann weniger, ja, Eigenschaften. Also Chance auf Bluten oder Vergiften und so. Packe das mal weg. Wie lange dauert das eigentlich noch? Inga bis irgendwas mit 2. Also Level irgendwas, keine Ahnung. Okay, irgendwie das Schwert ist ein bisschen kaputt. Ich hab's jetzt mal repariert. So. Ich speichere auch mal. Wir haben wieder einiges Zeug erlebt. So. Okay, anscheinend gibt es immer noch irgendwas zum Looten. Dankeschön. Die brauchen sie ja eh nicht mehr. Okay, anscheinend hier ist noch irgendwas. Irgendwas zum Trinken. Ein bisschen Zwergenschnaps. Langschwert von Skellige und tanzender Stern. Schwertmeisterstiefel. Ja, okay. Weiß er nicht. Ah, das war die Schatztruhe. Yo. Muss sagen, das war schon gutes Zeug. Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber kann man machen. Gut, wieder raus. So. Oh. Ist ja auch noch Loot? Ah, natürlich, draußen ist natürlich alles geräumt. Manchmal. So. Haben uns wieder ein bisschen abgelenkt. I know. Das GPS bringt uns eher weg als näher. Ah, es ist wirklich die Windmühle. Wie ich es einfach gewusst habe. Wir haben jetzt... Sorry, wenn ich gerade immer in die Karte gehe. Ah, hier hat es noch zwei Sachen. Ich nehme jetzt mal schwer an, das sind auch solche Nester. Okay. Oh. Langsam. Langsam. Okay. Benkelheim sind wir. Okay, komischer Name. Ey, yo, was ab, Benkelheim? Wow. Wie ist denn das? Hä?
Kommt man hier nicht rein? Really? Ah, doch. Ich probiere es nicht weiter aus. Sonst passiert irgendwas noch, was vielleicht nicht gut ausgeht. Was muss man hier tun? Ich habe dich erwartet. Komm her. Kennen wir uns? Nicht persönlich, obwohl ich dich schon oft gesehen habe. Ich habe eine Gabe. Ich kann in die Zukunft sehen, auch in deine. Aber nicht kostenlos, schätze ich. Naja, ich verlange nicht viel. Wenn du einen Happen zu essen hast? Deine Gabe, erzähl mir davon. Hast du diese Visionen schon lange? Schon immer. Meine Mutter hat mich mal zur Dorfhexe mitgenommen. Und da bin ich in einen Kessel mit einem Zaubertrank gefallen. Hä? Tatsächlich? Wenn ich ehrlich sein soll, als Halbwüchsiger habe ich einen Stein auf den Hinterkopf gekriegt. Seitdem sehe ich mehr als die anderen. Aha. Okay. Nein, ich möchte nicht Gwent spielen. Ich habe Lebensmittel besorgt. Hier. Danke. Eine feine Gabe. Die ist wahrlich eine Weissagung wert. Ja. Na schön. Wir geben gerne Essen. Ich sehe einen weißen Wolf. Er betritt eine endlose Höhle. Er singt eine Hymne des Irrsinns und der Verzweiflung und beschwört, was nicht tot ist, weil es nicht sterben kann. Das ist nicht die Zukunft. Das habe ich schon erlebt. Und du hast wohl in irgendeiner Ballade davon gehört. Mein drittes Auge wird immer schlechter, je älter ich werde. Aber wenn du mir etwas Drachenwurz bringst... Seltene Pflanze. In der Tat. Aber einst wuchs sie in einer Höhle südöstlich von hier. Jetzt müssen wir noch zu... Ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und pflücke magische Wurzeln. Ich werde sehen, was Gut, ich tun mal kann. Mal sehen, was ich tun kann. Komm, wir helfen dem. Ah, ist eh nicht weit entfernt. Komm, wenn er die Gabe wieder zurückbekommt, dann machen wir das gerne. Sagen wir es jetzt so. Also die Windmühle sieht nicht mehr ganz so neu aus. Bisschen herabgekommen. Egal, kann ja auch passieren, oder? So, wir machen jetzt wieder einen Waldspaziergang mit Bambi. Ja, ja. Oh, schön Wasser hier. Hui, Sliding. Und wieder. Sliding. Hui. Okay, hier unten. Warte. Okay. Ich speichere lieber als erstes irgendwie die Skelettköpfe. Also die toten Kopfschädel. Sind nicht gerade einladend. Sag ich jetzt mal so. Servant Pilze, ich glaube, von denen brauchen wir auch nicht unbedingt mehr. Was? Wartet kurz, Leute. Es hat gar keine Stufe, what? Okay. Was ist hier drin? Oh nein, Gude! Level 2! What? Hätte ich jetzt nicht erwartet, dann hätte ich gar nicht speichern müssen. So. Looten wir noch die Typen. Oh. Beilkopf? What? Jetzt ein Seewandpilz. Warte. Hä? Hat's noch einen Gegner irgendwo? Ich glaube, es hat noch einen Gegner irgendwo. Hä? Ich sehe noch auf der Karte so ein... Ah, das sind alles Pilze, Mann. Ah. Drachen. Okay, kommt jetzt der Gegner noch? In die Zukunft sehen kann. Okay, wo ist der Gegner? Hä? Ich burne mal. Nö. Ich glaube, Geralt, seine Minimap hat Halluzinationen.
Also anders kann ich es nicht erklären. Und irgendwie, irgendwas klopft von draußen die ganze Zeit. Keine Ahnung, was das sein sollte. So, jetzt müssen wir wieder den Hügel rauflaufen. Ja, okay, das geht erstaunlicherweise gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir sind ja auf einer recht steilen Seite runtergegangen. So. Geralt, der Botaniker, kommt wieder zurück. Ich habe vorhin noch was gesehen. Sorry. Okay, hier ist eine Treppe. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier rein können. Warte. Es sieht so nicht stabil aus. Du hast einen Beruf. Das bedeutet weniger für dich. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Ich glaube, ich habe mir jetzt gerade dich Kollegen gemacht. Ups, sorry. Ja, tut mir leid. Ich hoffe, wir vergiften ihn jetzt nicht zurück mit dieser Drachenwurz. Nein, ich will immer noch nicht Gwind spielen. Hier ist das, was du haben wolltest. Ich bringe dir, was du haben wolltest. Danke. Jetzt einen Moment, bitte. Was macht er jetzt? Ich sehe einen Wolf, der auf einen einzelnen Turm zuhält, im Schneesturm. Er folgt der Schwalbe. Aber die Schwalbe hört nicht auf das Heulen des Wolfs. Sie fliegt immer höher, weil sie weiß, dass es ihr letzter Flug ist. Estuart Esse. So wird es sein. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Die Welt wird in Frost ersterben und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren, aus dem Häng ich her, dem ausgesäten Samenkorn. Idlinnes Prophezeiung. Lass mich. Geh. Geh jetzt. Wow, 2 Erfahrungspunkte. Shit. Ey, wir bekommen heute so viel. Ja, okay, ich sollte nichts sagen, wirklich. Oh mein Gott, das, was jetzt auf uns zukommt. Ja, okay, es gibt noch ein paar, die einen gewissen Level haben. Aber, es gibt bei Novigrad viel mehr, die wir gar nicht machen können. Ich glaube, wir sollten als erstes die ganz lowen Teile machen. Die gehen wahrscheinlich auch nicht allzu lange. So. Das ist jetzt im Gebiet oben dran. Ja! Leute, wir waren gerade dort vor ein paar Minuten. Mann, ey. Also, ich gehe jetzt noch nicht dorthin. Ich gehe jetzt hier runter als erstes. Machen wir als erstes das Anschlagebrett. Weil das gibt dann vielleicht sogar noch eine Nebenmission. Oder eventuell halt einfach alles Hexermission. Also plötzlich, ich weiß ja nicht. Ah, Mann, was soll man nur mit dieser Engine hinbekommen? Spaß. So. Ich hoffe, bei Hexeraufträgen bekommt man auch Hexerzeug. Vielleicht sind diese Aufträge sogar, was da wohl passiert ist, schwieriger. Nicht so schnell, Plätze. Warum sagt er das? Oh. Oh. Können hier eine Spur folgen.
Holy shit. Ist da? Da ist jemand in den ausgelaufenen Wein getreten. Phantom der Handelsroute. Jemand wurde gefesselt. Der Strick wurde hastig. Wir haben einfach eine Nebenquest so aufgelesen. Jemand ist gelaufen. Schnell, panisch. Tiefe Abdrücke, die plötzlich aufhören. Kommt jetzt plötzlich Nebel? Ja. Und wo? Untersuche den Wagen mit Hilfe deiner Hexersinne. Das mache ich ja. Dort ist Segen, Gegner. Was ist das? Ah, es ist ein Ertrunkener. Ah, jetzt ist es wieder rot. Vorhin bin ich in die Nähe gegangen und dort ist es verschwunden. Klauenspuren. Ein Flugmonster ist herabgestoßen. Oh. Den Klauenspuren nach war es ein Wyvern oder ein Gabelschwanz. Oh. Das Weinfass ist zerschlagen, aber die Leute konnten offenbar entkommen. Ketvini, der Geruch wird noch lange bleiben. Okay. Ja, gehen wir einfach hinterher. Folge dem Geruch mit Hilfe deiner Hexersinne. Genau. Ich nehme jetzt mal sehr schwer an, wir gehen dort rein, oder? Ne? Ah, das sind Wölfe, okay. Wir gehen nicht mal dort in diese Richtung. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, wahrscheinlich hier in der Höhle. Die Spuren führen zur Höhle. Ah, wir gehen die ganze Zeit Höhlen erforschen. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Nicht? Ey Leute, ich glaube, hier ist niemand. Wir sollten weggehen. Bei Kriegel, deine Augen leuchten so im Dunkeln, ich dachte schon, die Echse kommt. Das Ding, das angegriffen hat, wie groß war es? So groß, um sich hier reinzuquetschen. Es war riesig. Und diese Zähne, oh. Wir sind mit knapper Hand gekommen. Was die Kaufleute erwischt hat? Drauf angelegt hatten die Hurensöhne es ja. Jetzt kommt's drauf an, hier rauszukommen. Kannst du helfen, Hexer? Ja. Die Gefahr ist vorüber. Ich kümmere mich um das Monster. Was ist passiert? Erzählt mir, was passiert ist. Ein paar Kaufleute haben uns angeheuert. Damit wir sie auf der Hauptstraße beschützen, hieß es. Aber sie hatten uns im Handumdrehen gefesselt wie Kälber. Wieso? Okay. Sie waren so freundlich, uns zu erklären, dass wir ein notwendiges Opfer für den Fortschritt und den Handel sind. So haben sie uns zurückgelassen. Als Monsterköder an den Wagen gebunden. Nicht lange darauf erschien eine riesige Echse, als hätte ihr Meister gepfiffen. Die Monster haben wohl inzwischen verstanden, dass die Armeevorräte diesen Weg nehmen. Ja, die Echse war gerissen, hat uns direkt abgeschnitten und hier reinkriechen lassen. Der arme Tomil hat's nicht geschafft. Okay. Ich muss mich um das Monster. Wir können einfach sagen, lange die Gefahr ist vorüber, obwohl das wir noch gar nichts gemacht haben. Voll wir mies. Ja, ja. Wollen dir nicht im Weg stehen. Ich Glückspilz. Okay. Jetzt Leute, bevor wir das ja, wir lassen das lieber mal so stehen. Wir machen jetzt wieder Monster im Wald. Bye, Boys. Man sieht sich. Viel Spaß da unten. Ja. Königswüfern. Okay, von denen habe ich noch gar nichts gesehen. Wegen dem ist ja ab 23. Ich glaube, das wird relativ schwierig sein. Wir sind ja auch eigentlich hier random so reingeplatzt. In das Ganze. Komm. Plätze, komm. So. Ab zum Anschlagebrett. Ich darf mich jetzt einfach nicht mehr ablenken lassen. Hüpf! Boah, ich drücke tausendmal. Jetzt hüpft er. Ja, ganz bestimmt. Game Design. Einfach nur Game Design. Hey ja. Warte. Jetzt sind wir wieder in Benkelheim. Warte.
Lol, aber... Hä? Wo bin ich vorhin durchgelaufen? Wir sind hierhin? Obwohl ich hier eigentlich runter wollte? Hä? Wo... Komm schon! Ich frage mich gerade komplett ab meinen Orientierungssinn. Es war ja übelst die falsche Route. Zum Glück habe ich... Eigentlich zum Glück haben wir die Mission angenommen. Das sind Wölfe, Boy. So. Wir gehen einfach quer durch das ganze Zeug hier. Außerhalb von der Route, von den Straßen, kann man die... Ah, jetzt kann man... Ah, okay, ich verstehe es jetzt. Dann sind eigentlich die Straßen so wie Magnetbahnen, wo, wenn man mit dem Pferd drauf geht, dass man, ja, automatisch steuern kann. Okay, Haus der Erholung? Okay, wo sind wir jetzt angekommen? Okay. Ist hier irgendeine Mission? Hat sie eine Mission? Sicher ist hier ein Hexerauftrag. Oder kommt man hier vorbei beim Hexerauftrag? Okay, es ist einfach eine Holzhütte umzäunt. Oh nein, eine Holzhütte! Die werden uns kalt machen. Okay. Lager der Zentralarmee von Nilfgaard. Okay. Wie hat's mir eigentlich solche Lagerstätten? Wartet kurz. Dann ist das eine Armee hier eigentlich. Holy shit. Vielleicht könnte das auch schon das Königreich sein, keine Ahnung. Ist hier kein Weg, weiß eigentlich. Oh! Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Noch neue Nebenmission? Wenn er vermisst ist, ist er vermisst. Ich bin von weit gekommen, um meinen Sohn zu finden. Er hat in der Kavallerie von Nazair gedient. Ich muss ihn finden, ich muss einfach. Ich gehöre nicht zu euren Soldaten. Gut so. Unsere Armee verweigert die Hilfe. Aber ich brauche Hilfe. Gut so. So sehr, dass ich ihr auch einen Steintroll anflehen würde, wenn es sein müsste. Interessanter Gedankengang. Steintrolle sind, wenn schon nett. Dein Sohn könnte tot sein. Haben die Soldaten dir irgendwas gesagt? Warum bist du hergekommen? Warum hast du beschlossen, deinen Sohn zu suchen? Er hat Briefe geschrieben. An mich und an seine Verlobte. Und zwar regelmäßig, einmal die Woche. Und dann kamen plötzlich keine mehr. Ja. Das sieht ihm nicht ähnlich. Da ist was passiert, ich weiß es. Haben die Soldaten dir irgendwas gesagt? Haben seine Kameraden dir was sagen können? Einige weigern sich zu reden, andere lügen. Dieser Quartiermeister zum Beispiel. Was? Der hat behauptet, Rotbert wäre als Kundschafter ausgeschickt worden und nicht zurückgekehrt. Warum okay. ist das unwahrscheinlich? Weil er zur leichten Kavallerie gehört. Nazair Brigade. Mein Sohn ist kein Kundschafter. Hä? Ich brauche Hilfe, um Rotbert zu finden. Oder seine Leiche. Am Geld soll es nicht scheitern. Okay. Wie sieht er aus? Wie sieht dein Sohn denn aus? Der Typ im Hintergrund. Ganz einfach erkennen. Eine solche jeden Tag Armee Holz hacken. In der ganzen Nilfgaardischen Armee nur einmal. Sie hat die Farbe von Feuer. Ein rothaariger Nilfgaarder? Sein Vater kam aus Mark Turga. Da sind die Leute recht hellhäutig. Mein okay. Sohn hat das von ihm geerbt. Und noch so manches. Kann ich auf deine Hilfe zählen? Ja, ich mach's. Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen. Das sollst du nicht bereuen. Für Rotbert würde ich alles tun. Denk daran. Ich werde mich mal umhören. Das hat mein Diener schon getan. Der hat mit den Soldaten in der Messe getrunken. Aber es war niemand aus der Kompanie meines Sohnes dabei. Als wäre sie vom Erdboden verschwunden. Du musst mit dem Quartiermeister reden. Von mir will er nichts wissen, aber bei dir müsste er offener sein. Das fühle ich. Eine Mutter fühlt so etwas. Okay. Wir werden sehen.
Gut, haben wir einfach. Was ist Blutsbande für eine Mission? Ist das eine Hexerauftrag? Nö, ist kein Hexerauftrag. Ist wahrscheinlich eine Nebenquest. Hä? Wartet. Ah doch, Level 12. Ja, okay, dann müssen wir die dann auch noch machen. Die können wir ja gleich im Anschluss machen, bevor dass wir ja zu den Hexeraufträgen wechseln. Okay, jetzt müssen wir noch schnell die Landschaft ein bisschen erkunden gehen. Hier gibt es sicher überall noch solche ja Nebenmissionen. Okay, Lager der Zentralarmee von Nilfgaard. Okay. Ja, es sieht sehr nach Stützpunkt aus. Überall Leute wachen. Oh Gott. Ah, hier ist ja auch gleich die Mission. Okay, man hört voll Disziplin von innen nach außen. Gesandte Männer des Weins. Hä? Okay, ich habe irgendeine Mission angenommen, wo ich nicht weiß. Aha, okay. Deswegen Blood and Wine. Haben wir hier irgendwas dazu bekommen? Also nur gewinnt. Hohe Einsätze, ja, ich glaube, das ist nicht allzu mehr, was vorhin war. Ja, okay. Dann schalten wir wieder um auf Blutsbande, so. Und jetzt muss ich nochmal, sorry. Was haben wir jetzt hier alles für Zeug aufgedeckt? Ha, nicht mal so viel. Ich glaube, es sind nur diese Teile hier ein bisschen hier noch dazugekommen. Wow. Und auch alle anderen Anschlagebretter sind weg. Ah, dann musste man einfach zu einem gehen. Okay. Okay. Der Kaiser wird uns führen. So. Geradewegs nach Novigrad. Ey, yo, Boy. Du? Was schnüffelst du hier herum? Ich suche Arbeit. Moment mal. Zwei Schwerter, Augen wie eine Katze. Du bist ein Hexer, stimmt's? Nein. Den Namen habe ich noch nicht gehört. Was? Aber du findest hier Arbeit. Das steht fest. Also können wir eine Mission annehmen von ihm? Jetzt weiß ich nicht, sollen wir die als erstes machen? Je nachdem, welches Level das man haben muss. Aber die Zeit wird kommen, da das Banner des Kaisers erst über Novigrad, dann über Dreiberg flattert. Und dann gehen wir alle nach Hause. Hm. Ich suche Arbeit. Ich habe deinen Aushang gefunden. Ah ja, ihr Hexer sollt ja hervorragende Spurenleser sein. Wenn das stimmt, könntest du mir wirklich helfen. Vor ein paar Tagen. Hä, warum hat die Musik aufgehört? Den See in den Wald geschickt. Keiner ist zurückgekehrt. Finde meine Männer und bring sie ins Lager zurück. Ich bezahle dich gut. Hä, wieso hat die Musik aufgehört? Steht. Kein Kopper mehr. Die Buchhaltung muss ihre Ordnung haben. Jetzt haben wir das Problem wieder. Und wenn sie tot sind? Die Bauern hier betrachten kann ihr sein? Nicht unbedingt als Befreier. Sag, was du wirklich meinst, Hexer. Kleine Einheit, abgelegenes Gebiet. Vielleicht hat man sie mit Mistgabeln bearbeitet. Ein paar Bauerntrampel in Fußlappen sollen eine Einheit kaiserlicher Kundschafter niedergemacht haben? Was kommt als nächstes? Hat sie ein Drache gefressen? Esse bloede Jock. Okay, was sollten sie denn im was Wald? Was sollten deine Männer denn im Wald? Hatten sie einen speziellen Auftrag? Nein, sie waren auf Patrouille, wie der Kodex es verlangt. Gut, ist das eigentlich gerade die Mission, die wir wegen der Mutter gemacht haben? Wir haben sie dorthin übersetzen sehen. Viel Glück, Hexer. Okay, machen wir das als erstes für Mr. Patrouille. Ich nehme an, vielleicht werden ja gerade alle Probleme gelöst. Ich hab dich in Wysima gesehen. Ja, und... Kann man hier rein? Ich glaube, hier kommt man nicht rein, hä?
Schade. Dann ist das ein höllisch riesiges Gebiet, wo man einfach nicht betreten kann. Okay. Ja, und jetzt... Also 600 Meter müssen wir entfernt gehen, hä? Ich schaue jetzt einfach noch schnell hier hinten, ob irgendwer... Ja, hier eine Mission hat. Aber sieht nicht so aus. Okay. Auf zum Wegweiser! Vielleicht brauchen wir ihn gar nicht. Doch, wir brauchen ihn. So. Wir gehen zur alten Eiche. So. Wahrscheinlich ist nicht mal diese Mission, die ich ja eben vorher angenommen habe. Außer sie hat das gleiche Level. Könnte dann gut möglich sein. Okay. What? Warum hat es so viele Wölfe hier? Lol, das sind ja ganz... Das sind Endrianenarbeiter, lol. Batterie ist fast leer. Warum sind jetzt hier Endriagen am Arbeiten? What? Okay, und ganz viele Wölfe, wie es aussieht. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja. Holy shit. Hier war ja der Werwolf letztes Mal. Ah, jetzt ist so ein Typ Endriagenkriegerin. Holy shit. Okay. Ich will nochmal nachschauen, was dort ja drin ist. So. Hä? Der Werwolf ist immer noch hier, lol. Ist dort hinten noch was? Nö. Okay. Hier war ja dieses Herz drin, oder was das auch immer. Von dem haben wir auch keine einzige Spur mehr gesehen. Das war hier, oder? Oh, Diamantstaub. Jetzt kommt so ein Endriagenkämpferin. Ist dann... Hier kann man auch noch durch. Kann man dann hier machen? Ich glaube, vielleicht sind wir hier schon mal durch. Ja, muss fast. Okay, gut, dann war das schnell Sightseeing nochmal. Aber es ist auch komisch, dass jetzt hier komplett andere Gegner drin sind. Ja, okay, es ist genauso hässlich wie das, was hier war. Also, boah, spielt keine große Rolle. Gut. Ja, auf zum Ufer. Können wir ja eigentlich fast joggen. Ja. Oh, ein Reh vor uns. So. Man hört immer wieder Wölfe. Ja, eigentlich... Wir müssen uns gar keine Sorgen mehr machen. Wir sind so gut ausgestattet. Okay, jetzt müssen wir schnell ein bisschen ausweichen. So. Und jetzt Burnman! Ah, oh, fuck. Genau der Wagen hat uns noch getroffen. So. Sorry. Versuch's gar nicht erst. Please. Okay. Gehen wir einfach weiter. Ich muss die jetzt nicht durchsuchen. Sonst haben wir dann höllisch immer wieder das gleiche Material. Wir sind irgendwann dann komplett zugefüllt mit dem. Wir können es sicherlich dann mal verkaufen. Immer das Gebiet erkunden gehen. Really? Sie haben aber Loot. Ja, okay. Das war jetzt nicht allzu bewegendes Zeug dabei. Alkohol ist. Ja.
Ein Fläschchen, altes Schaffell, wow. Und ich nehme es dann trotzdem noch mit. Das ist noch. Da haben ihr Lager hier aufgeschlagen. Sind egal. Egal. Hat sie noch irgendwas? Okay, es sind mehrere Leute weggelaufen. Aber auch einige Spuren bloßer Füße. Seltsam. Denen muss ich in den Wald folgen. Okay, es gibt relativ viele von diesen Teilen. Oh nein, es kommen Wölfe, oh nein. Okay. Was ist das für ein Gestank? Ja, gehen wir hinterher. Das ist wahrscheinlich das dort hinten. Ah, was? Drakonidenmoschus. Riecht frisch. Muss sich kürzlich hier niedergelassen haben. Drakonidenmoschus. Was ist das denn? Ist das nicht der Typ, welchen wir gesucht haben? Egal. Drakonidenmoschus, what the fuck. Ich bin nur verwehrt, weil, wie es aussieht, ist das gar nicht nötig gewesen. Why? Wieso wurden wir genau hierher? Ja, weggelockt. Okay. Ich dachte, man würde irgendwas Gutes finden. Dass das hier eine Sackgasse ist. Okay, das sieht ich. Ist seltsam verdreht. Wohl eine Vergiftung. Könnte das Revier eines Drakoniden sein? Was ist ein Drakonid? Wieder Spuren von Nilfgaardern. Sie haben wohl eine Gruppe barfüßiger Bauern eskortiert. Oder war es umgekehrt? Really? Warte, die sind alle rot? Yo, Leute, das vergessen wir jetzt wieder schnell. Das ist einfach nicht passiert. Okay, hier ist wieder sowas. Drakonidenmoschus. Riecht frisch. Muss sich kürzlich hier niedergelassen haben. Hier hat's überall solches Zeug. Ich dachte, als wir ja hier herumgelaufen sind, jetzt finde ich dann die Spuren nicht mehr. Ah doch, gut. Oh. Ich dachte, das wäre der richtige Weg, aber es sind halt nur Banditen gewesen. Ah, das ist so eine. Das muss wahrscheinlich das Drakoniden-Teil sein. Ah, das ist ein Viper. Ja, okay. Keine Chance hat der Viper. Leute, down. Ich würde sagen, der ist down. Ja, okay, down. Faire Chancen. Nein. Oh, ein Viper, nein. Eine Viper-Trophäe. Geil. Geil. Oh, die habe ich schon ausgerüstet. Holy shit. Bonuserfahrung bei Monster. Perfekt. Kehre zum Nilfgaarder Lager zurück. Hat das. Was? Das war die Mission? Wir haben ja gar keine Leute gefunden. Ja, warum nicht? Okay. Dann müssen wir noch die andere Nebenmission machen. Und dann können wir endlich zu den Hexeraufträgen rüberwechseln. So. Ah, hier ist der Typ gewesen. Die Totenstarre sieht nach einer Vergiftung aus. Moment, die Leber fehlt. Rausgefressen. Nekrophagen? Aber es macht ja gar keinen Sinn, oder? Hier ist was Schweres langgezerrt worden. Leichen. Jetzt geht's hier einfach noch weiter, oder? Hä? Ich verstehe es nicht.
Wohin führt das? Das führt dann wieder hier hin. Geht das? Ah! Ich könnte es in die Höhle reingehen. Ein Ghoul-Nest. Hier ist dann wieder so ein Geruch. Keine Uniform, keine Stiefel. Eindeutig kein Nilfgaardischer Soldat. Jemand aus dem nahen Dorf? Keine Uniform, keine Stiefel. Eindeutig kein Nilfgaardischer Soldat. Jemand aus dem nahen Dorf? Was? Yo, was ist das jetzt für ein Glück? What? Wir haben jetzt einfach ein neues Silberschwert bekommen. Und vor allem ein grünes. Es wäre sogar Stufe 18. Was braucht man hierfür? Greifen Silberschwert. Aber das haben wir noch gar nicht, oder? Ah, die Hexerteile sind immer verbesserte Varianten. Ah, jetzt macht Sinn. Monster-Eye. Wow. Haben wir noch gar keins. Okay, wir sind jetzt hier in ein Ghoul-Nest reingelaufen. I don't know why, dass das jetzt so war. Geht die Spur eigentlich hier weiter? Also wenn hier keine Spur mehr kommt. Nö, das war's. Dann wäre es nur noch dieses Nest hier gewesen, also. Unnötig. Wow, das war ein Riesensprung. Holy shit. Komm schon. Nur noch wenige Meter. Oh, natürlich sind noch vor uns so viele Wölfe. Okay. Oh! Ah! 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 Puh. So! Los! Weg! Wieder zurück! Fast sind wir Level 19. Gut. Geht ja relativ schnell. Ich habe auch gesehen, Plötze ist immer noch dort bei dieser Kaserne. Okay. Ey, yo. Die Mission war so einfach. Ich glaube, ich habe mehr Zeit verbracht zu erkunden als bei dieser Mission selbst. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Ja, ich bin fertig. Ich habe deine Männer gefunden. Ich habe deine Soldaten gefunden. Ihre Leichen jedenfalls. Ein Wyvern-Weibchen hat sie umgebracht. Sie sind in ihr Jagdrevier geraten. Ein Wyvern? Bloede Pest. Bloede? Ich habe noch etwas entdeckt. Bloede Pest. Du hast die Männer nicht zum Kundschaften ausgeschickt. Das war ein Todeskommando. Sie haben dort ein paar redanische Gefangene exekutiert. So ist der Krieg. Wer verliert, der stirbt. Früher oder später wird jemand auf diesen... Diese Männer sind nicht vergessen. Jemand wird kommen und Fragen stellen. In Nilfgaard gilt jeder gefangene Soldat als tot. Diese Gefangenen waren aber Redanier. Das ist bald eine kaiserliche Provinz. Ich wette, die Banner der großen Sonne werden noch vor Saowine über der redanischen Hauptstadt wehen. Oh, oh. Ich will deine verdammte Belohnung nicht. Ich will euer Geld nicht. Tote Männer im Wald begraben, das irritiert dich? Sie sind ehrenhaft gestorben, sofern Soldaten, die sich fangen lassen, überhaupt Ehre haben können. Hier in Velen ist der Hunger der größte Feind. Was hätte ich den Gefangenen denn geben sollen? Gras und Schlamm? Es war ein Akt der Gnade. Du bist ein Mörder, ganz einfach. Ich bin kaiserlicher Quartiermeister und wir sind fertig, Hexer. Nö, wir müssen noch mal reden. Gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Schon wieder den gleichen Satz. Ich habe eine Frau getroffen, die ihren Sohn sucht.
Ich wusste, dass sie hartnäckig ist. Aber dass sie einen Hexer anheuert, hätte ich nicht gedacht. Sagen wir, ich habe mich von mütterlichen Tränen rühren lassen. Was, wenn alle Mütter Nilfgaards zu dir kämen, damit du ihre Söhne suchst? Kannst du dir das vorstellen? Ich habe nur eine getroffen und der habe ich Hilfe versprochen. Ja. Ich werde doch unsere Truppenbewegungen keinem Nordling enthüllen. Sag mir, was du weißt, Boy. Oh, wir haben Stufe 19. Ja. Ja, mach ich. Rothaariger Junge. Ja, mach ich. Kavallerie von Nazair. Er und ein paar andere aus seiner Kompanie sind kürzlich desertiert. Ich ließ sie verfolgen. In einem Sumpf nicht weit von hier haben wir sie eingeholt. Andere konnten fliehen. Was ist mit denen passiert, die ihr gekriegt habt? Die haben wir nach Kriegsrecht aufgehängt, aber ich glaube, der Rotschorp war nicht dabei. Okay. Von dir als nilfgaardischem Offizier hätte ich mehr Gewissenhaftigkeit erwartet. Wenn ich berichtet hätte, dass einige geflohen sind, hätte ich sie verfolgen müssen. Dafür habe ich weder die Zeit noch die Leute, also schrieb ich alle deren Tod. Es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass sie im Sumpf überlebt haben. Mal sehen, ob ich sie finde. Okay. So, finde... Warte. Was? Finde Harodeberts... Wie spricht man das aus? Rode? Komischer Name. Leichnam mit Hilfe deiner Hexersinne. Okay, 377 Meter. Geht eigentlich noch. Plötze bei Fuß. So. Boys. Let's go! Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen außerhalb von dem Gebiet nachschauen. Und dann kommt bestes Geräusch noch im Hintergrund. Geil. Damn good. Okay. Irgendwo hier. Ah, müssen wir in den Sumpf? Oh Mann, immer in den Sumpf. Ihr wollt Beef? Könnt ihr haben? Ah, sind sie Level 9? Oha. Geht eigentlich. So. Wir sollen dann noch wegen den Fertigkeiten schauen. Das müssen wir ja auch noch anpassen. Ich räume als erstes mal das Gebiet auf. Komm her, Boy! Gut. Also, Charaktersachen. Vielleicht haben wir sogar einen Platz. Nö. Ja, hätte ich mir auch denken können. So, wir müssen aber trotzdem noch Fertigkeitspunkte verteilen. Ah, hier haben wir ein großes Teil drin. Hier nur ein grünes, okay. Ich glaube, von den grünen müssen wir halt noch ein bisschen sammeln. Genauso wie bei den roten. Dort haben wir anfangs nur die speziellen. Jetzt mal überlegen. Haben wir das noch maximal? Ich weiß gar nicht, wie viel. Ah, wir brauchen noch 7 Stück. Holy shit. Ja, wir müssen mehr so Schreine finden, dass wir auch ein bisschen ja, Fertigkeitspunkte aufstocken können. Okay. Okay. Anscheinend ist hier jemand. Das ist der wohl. Ich muss aber sicher gehen. Untersuche das Hexer. Okay. Hier hat's noch Spuren. Hä? Spiel, please! Spuren. Sie sind wohl verfolgt worden. Ah, ich muss hier sicher gehen. Ah, hier ist ein Buch. Oder irgendwas. Ein Brief an seine Mutter. Den muss ich ihr geben. Aber mehr kann ich nicht tun. Oh, yo, und dem hier, Alter. Okay, schnell wieder weg. Kehre zur Mutter zurück. Okay. Das ist eigentlich jetzt der letzte Auftrag. Außer halt alle gewinnt. Karten, Spiele und Rennen, die wir noch machen müssen. Aber ja, das können wir auch ganz, ganz am Schluss machen. Wenn wir genügend ausgerüstet sind. Also perfekter Sattel haben. Ja, und sonst auch bessere Ausrüstung.
So. Ey, yo, what's up? Mein Sohn. Ah, wir müssen ja schlechte Nachricht. Hab ich. Ich will die Wahrheit wissen. Ob sie süß oder schmerzhaft ist. Ich will sie wissen. Dein Sohn ist tot. Wie ist das geschehen? Er ist in der Schlacht gefallen. Er ist desertiert und wurde erwischt. Seine Einheit ist überfallen worden. Er hat tapfer gefochten, aber... So ist er als Held gestorben. Wie schon sein Vater. Ich möchte ihn in der Familiengruft beisetzen. Daheim. Das geht wohl leider nicht. Er starb im Sumpf. Nicht einmal das kann ich für ihn tun? Er wird in fremder Erde liegen müssen? Naja, nicht lange. Dies wird ja bald Nilfgaard sein. Mein Sohn ist nicht umsonst gestorben. Ich danke dir für alles, was du getan hast. Dein Lohn. Voll sad, Mann. Leb wohl. Manchmal nehmen nicht mal die Missionen Happy End. So ein Mist. Wow, wir haben 12 Erfahrungspunkte jetzt. Also insgesamt. Gut, ja, hier können wir wirklich nichts mehr machen. Gut, dann gehen wir zu diesem Auftrag zum 10. Mal. Wir haben es immer wieder jetzt angeklickt. 2000 Meter Entfernung, holy shit. Wo hat's hier den Wegweiser? Ja, gehen wir zu dem. Okay. So. Ja, ich benutze jetzt hier für die Hexaufträge, Aufträge. Bestes Deutsch wieder. Ja, mache ich jetzt mehrheitlich das mit den Wegweisern, also Schnellreise. Weil, ja, wie ihr seht, müssen wir gleich 2400 übertrieben. Wir waren ja auch hier, Anfang Stream. Ich sollte einfach mal alles durchklicken und schauen, was alles so in, ja, im gleichen Gebiet ist. Dass wir nicht immer so, ja, Schnellreisen machen müssen. Vielleicht wäre das hilfreich bei der nächsten Region. So. Gehen wir wieder zurück. Jetzt schauen wir mal, wie sich so die Hexeraufträge verhalten. Bis jetzt haben wir ja auch noch gar keine gemacht. Du musst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Verbotenen. Ah, mit dem müssen wir reden. What the fuck? Was willst du? Nichts bis dann. Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem. Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein. Ah, okay, da können wir nichts machen, sorry. Und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Rationen. Wir sind am Arsch. Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber die ist nicht wiedergekommen. Ist ja, es ist immer also so. Ganz einfach. Bring mir den Kopf dieses Scheißviehs und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Ponta drauflegen. Was sagst du? Top? Klingt angemessen. Mal sehen, was ich tun kann. Leute, wir haben doch so einen Passierschein schon. Egal. Ich glaube, ich rufe lieber Plätze. So. Let's go! Hey ja! So wie Geralt immer sagt. Ja, geht eindeutig schneller. Irgendwo hier sollte das sein. Ah ja. Was sind das? Sind das Ghule? Alghule. Boah, sind die hässlicher. Oh, die haben ein kleines rotes Mutagen. Geil. Genau das, was ich vorhin noch gesagt habe. Vielleicht können wir ja so... Ah, blaues Mutagen. Geil.
Okay, hier hat's Blut. Oder ein Typ. Sieht nach Klauenspuren aus. Aber ja. Hier, ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen, zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Okay. Hier ist noch was. Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Dann den Spuren folgen. Ein Überlebender? Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Ja. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Okay, hinterher! Ja, es führt immer zu einem Dörfchen. Es ist so klar. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ich warne euch. Wie schmeckt dir das? Ah, au! Nein! Oh, yo! Au! So. Ja, ich weiß noch, wie die so viel Schaden gemacht haben. Holy shit, und jetzt war's einfach nichts. Ist eine ganze Gruppe gewesen. Oh Mann. Das ist sehr, ja, befriedigend. Wenn man irgendwann so richtig overpowered ist und alles zerstören kann. Hä? Wo sind die Spuren? Ich sehe. Müssen wir irgendwie. Ah, jetzt sehe ich Spuren. Keine Ahnung, woher dass die jetzt gekommen sind, aber. Einen Schritt weiter und du kriegst noch ein Loch in den Kopf, Deine. Was willst du hier? Rede! Ich muss mit eurem Kommandanten reden. Du hast schon genug Menschen umgebracht. Ich gehe nur spazieren. Ich muss mit eurem Kommandanten reden. Es ist wichtig. Ich traue dir nicht. Das dachte ich mir schon, als ich deinen Bogen auf mich gerichtet sah. Du hast mich doch im Blick. Und ich neige nicht zu Dummheiten. Da kann ich dich beruhigen. Ich bin beruhigt, wenn du mir deine Waffen gibst. Los, deine Schwerter. Lass sie fallen, dann bringe ich dich zu Vernossier. Ja, okay, komm. Gut, geh voran. Das letzte Mal, wo wir das gemacht haben, wurden wir angegriffen. Dann muss ich sie kaputt schlagen. Ah, Mann. Immer diese Prügeleien. So. Also, das sind Elfen, ja. Oh. Gern? Seltsam. Wir haben hier gar keine Monster. Ihr vielleicht nicht, aber die Redanier sind überzeugt, dass etwas in diesen Wäldern haust. Sie haben mich angeheuert, es zu töten. Na, dann irren sie sich eben. Wäre nicht das erste Mal. Hier gibt es kein Monster. Deine Arbeit ist getan. Das ist kein Spiel. Es sind Menschen gestorben. Es sind Soldaten gestorben. Soldaten von Radovid, der die Enseide vom Großen Meer bis zu den Blauen Bergen terrorisiert. Soldaten, die Massaker anrichten, unsere Brüder foltern, unsere Schwestern vergewaltigen. Um die weine ich nicht. Und wir werden diese Transporte weiter angreifen. Wir müssen essen, wie du. Es ist also deine Entscheidung. Geh jetzt und vergiss, was du gesehen hast, oder stirb. Ja, Leute, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Also, entweder killen wir sie jetzt alle. Und wir haben die Mission geschafft. Ja, komm, macht was ihr wollt. Wir killen die jetzt mal nicht. Sie sehen wie ganz normale Banditen aus. Killen wir jetzt nicht. Gebt ihm seine Sachen und werft was von den Transporten rein. Ah, stimmt, wir haben ja eh keine Waffen gehabt. Holy shit. Gut, habe ich mich so entschieden. Holy shit, kehre zum Hauptmann des Wachposten zurück und dir deine Belohnung. Okay, warte. Leute, das ist doch ein Banditenlager. Dann hätten wir die generell mal irgendwie killen müssen. Ist es wirklich Banditenlager?
nehmen. Okay. Na, nö, nö, das nehmen wir nicht. Hä? Wieso machen die nichts? Okay. Können wir mit denen reden? Wir können gar nicht reden mit denen. Wir haben sie einfach beklaut. Okay. Easy going? Oh Mann. Das Spiel manchmal. Okay. Muss ich irgendwas dazu sagen? Ich hoffe nicht. Ich werde auch nicht. Okay, hier rüber gehen. Wir sind auch wieder eine gewisse Strecke gelaufen. Nur wegen dem Fährtenlesen. So. Wenn jetzt diese Hexeraufträge immer zu einem Fragezeichen führen, finde ich das relativ geil. Dann müssen wir im Endeffekt dann weniger Fragezeichen aufdecken gehen. Das meiste ist ja eh so ein Monsternest. Auf 100%. Also, ja, okay. Nee. Macht sehr mathematisch Sinn, gerade was ich gesagt habe. Es wird einfach meistens oder mehrheitlich einfach so ein Monsternester sein. Okay, wir sind jetzt back. Weg damit, Weißhaar, sonst wird's aufregend. Hä, warum habe ich eine Axt? Hä? Das Spiel macht mich komplett kaputt. Warum wechselt er einfach das Zeug aus? Habe ich irgendwas verpasst? Oh. Not bad. Ey, wir sollten wirklich langsam Zeug verkaufen. Wenn hier mal ein Händler in der Nähe wäre, dann hätte ich das schon längstens verkauft. So, jetzt müssen wir den Typen anlügen, dass wir die Belohnung bekommen. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie dran gekriegt? Ja, verpfeifen wir sie. Da ist keine Bestie im Wald. Nur Scoia'tael. Scoia'tael, sagst du? Ich dachte, mit diesem Abschaum hätten wir aufgeräumt. Hast du sie aufgeschlitzt? Elfen sind keine Monster, also nein. Aber ich würde auch nicht um sie weinen. Natürlich nicht. Nur ein toter Anderling ist ein guter Anderling, wie mein Vater sagen würde. Belohnung ist nicht drin, weil du den Auftrag nicht ausgeführt hast. Aber hier ist der Passierschein, den ich dir versprochen habe. Wow. Weil du die richtigen Autoritäten informiert hast. Wir machen kurzen Prozess mit ihnen. Okay, jetzt haben wir einen Geleitbrief bekommen, obwohl, ja. Ah, wir haben es trotzdem abgeschlossen. Okay, wenn schon das. Dankeschön, Spiel. Jetzt kommt der nächste Hexerauftrag dran. Wie es aussieht, ist es Stufe 8. Gott. Kreischling, sprich mit dem Auftraggeber. Wo befindet sich der? Ist das in der Nähe? Yo, es genau bei Krähenfels, really? Und ich dachte, wir müssen dort nie mehr hingehen. Ja, so kann man sich schnell verschätzen. So. Und ah! Warum liegen? Ja, egal. Genießen ein bisschen die Sonne, die teilweise durchdrückt. Gut. Auf zu Krähenfels. Kann man eigentlich auch hier hin? Das würde jetzt eigentlich keinen Sinn machen, weil es weiter entfernt ist als hier der Wegweiser. Aber ich frage mich, würde das gehen, weil es auch grün, ja, ein grünes Zeichen hat. Der Typ voll.
Okay. Und irgendwas mit Kreischling. Keine Ahnung, was Kreischling sein sollte. Okay, der ist draußen. Boy! Ah, okay, das hat auch noch spezielle Zeichen. Ja? Ich bin wegen des Kreischlingsauftrags hier. Ich hörte, ihr habt ein Problem. Ein Monster namens Kreischling? Ja, das ist hier unterwegs. Holt sich Kühe und Ziegen. Verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Leute, wir machen jetzt noch diese Mission. Dann wäre es für heute mal gewesen. Jetzt haben wir zum Glück schon einen Hexauftrag erledigen können. Sorry, wenn ich reinrede. Er nahm ein Beil und legte sich hinter dem Graben am Rand der Felder auf die Lauer. Da fanden wir ihn. Seine Gedärme wie Spinnweben über eine Baumkrone drapiert. Einen halben Tag gedauert, alles einzusammeln, um es zu beerdigen. Die Belohnung ist zu niedrig. Niemals! Zeit, dass ein Profi sich den wir kacken anschaut. Darauf, was könnte wir bekommen, solange dass wir gute Ausrüstung haben, die wir auch selber craften können. Orsois Sohn Simko vielleicht. Er hat es mit eigenen Augen gesehen. Aber... könnte schwierig sein, sich mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er trauert noch. Verstehe. Wo finde ich ihn? Irgendwo in meinem Anwesen. Ich habe ihn aufgenommen, als er seinen Vater verloren hat. Die Mutter ist schon lange tot. Okay. Okay. Wir reden als erstes mit dem Zeugen. Oh, sorry, Boy. Ja. Okay, mit dem müssen wir reden. Können wir reden? Lass mich. Beruhige dich. Ich will nur... Geh, sag ich. Ich will deinen Vater rächen. Ich will deinen Vater rächen. Aber dazu muss ich wissen, was ihn getötet hat. Der Kreischling war's. Weißt du das nicht? Der Name sagt mir nicht viel. Beschreib mir das Biest. Sag mir, wie es aussieht. Wie ein Gockel, aber riesig und mit... Eidechsenschwanz. Ich hab ein Skorpion gehört, unser Hund im Wald oder so ein Endriage hingelaufen, um nachzusehen. Und da war Papa in den Büschen mit einem Loch im Bauch und er stöhnte und schrie. Ich wollte helfen, aber wie? Fuck. Ja, wir beeinflussen ihn, dass er nicht allzu... Ruhig. Ich weiß, es ist nicht gerade die beste Art, aber so ist er halt ein bisschen beruhigt. So. Wow, die Ziege, holy shit. Ich weiß ja nicht, manchmal kann man das Zeug relativ schnell herumschieben, was auch sehr strange ist. Oh Mann, diese Position oder dieser Punkt von der Map haben wir jetzt schon sehr viel ausnutzen können. Okay, was haben wir jetzt hier? Ey, yo. Die Schnauze ist blutig. Es hat nicht kampflos aufgegeben. Holy shit, was ist das denn für ein... Die Spur wird unregelmäßig. Das Monster ist ins Stolpern gekommen. Vermutlich ist es verwundet. Okay, hier ist Blut. Blut. Monsterblut. Okay. Es geht hier entlang. Dann irgendwie hier durch. Hier nach oben. Okay. Sherlock Geralt schreitet zur Tat wieder. Okay, hier durch. Hier nach oben. Ah, wollen wir wetten, ist sicher. Ah nein, ist nicht mal in dem Haus hier oben. Ah, aber unten dran vielleicht. Ey, jo. Was? Geht's nicht hier durch? Federn? Das schränkt die Verdächtigenliste ein. Eine Gorgo. Eine was? Eine Gorgo? Warte,
die Stufe ist ja sehr niedrig. Also muss ich mir keine Gedanken machen, was hier auf uns zukommt. Hä? Was ist das denn für ein Raum? Sieht da voll abgespaced aus. What the? Hä, das ist ein eigener Raum? Hä? Ah, die Gegner sind dort hinten schon. Das Geräusch kommt von da oben. Es hat sich in der Höhle versteckt und wird nicht rauskommen. Eine Bombe sollte es aufscheuchen. Really? Alter. Wie viel das wir jetzt gerade so nehmen. Treibt das. Wollen wir wetten, ich habe genau die falsche Bombe. Teufel, Bovist. Ich muss mir Loot holen. Ich teste es mal mit dem Teufel, Bovisten. Teste ich es jetzt mal. Okay. Wie geht das? Muss ich jetzt R1 drücken? Und dann dort drauf werfen. Das ist eine Rauchbombe. Really? Ja, okay, dann ist die völlig unnötig. Ah, okay. Schreck nicht auf. Oh, yo, ist das höllisch nervig. Ja, okay. Geil. Jetzt haben wir die Mission nicht mal beenden können. Geil. Und ich muss nur so solche Kackblumen finden. Wir brauchen ja für eine Bombe nur ein so Gänseblümchen, sage ich jetzt mal. Harnfaser brauchen wir nicht. Please. Brauchen wir auch nicht. Vielleicht kommen wir ja von oben dorthin. Das wäre so geil, wenn das klappen würde. Man hört ihn, aber kommt nicht ran. Nehme ich jetzt hier auf. Hä? What the? Jo. Nice. Ja, das ist jetzt wirklich nice. Okay. Hier auf dieser Seite. Es hat halt wirklich nichts, wo man reinkommt. Vielleicht hier durch? Geht das? Das wäre so geil, aber sieht sehr schlecht aus. Und hier? Wenn er hier rüber klettern würde. Das war ein relativ hoher Sprung. What the fuck? Wie hat er das vorhin geschafft? Egal. Ja, Leute. Dann, so wie es aussieht, machen wir das morgen wegen den Bomben. Dann speichere ich hier mal und würde sagen, das ist jetzt mal das Ende von dem heutigen Stream. Ist zwar jetzt ein bisschen langweilig. Ich weiß, es tut mir leid. Aber müssen es genau Bomben sein, Ork? Egal. Leute, wir machen das dann morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Und man sieht sich das nächste Mal hier wieder um 2 Uhr nachmittags auf dem Dreamers Channel. Bye, Leute. Man sieht sich. Peace out. Bye.